Assalamu alaikum. Ich wurde von einem aufmerksamen Bruder benachrichtigt und er hat mir einen Link zu einem sehr interessanten Dokument geschickt und dieses möchte ich gerne vorstellen. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Es geht hier um den Schlüssel zum Verständnis des Koran. Er wurde erstellt von Ahmad von Denver, geboren in Deutschland 1949. Wie gesagt, ich habe dieses Dokument von einem Bruder erhalten und ich persönlich fand es so interessant, dass ich es gerne hier vorstellen möchte. Es ist ein PDF mit 18 Seiten und dieses PDF bzw. diese Schlüssel, die hier genannt werden, sind sehr hilfreich, um den Koran zu verstehen und es zu verinnerlichen. Und es ist eine sehr schöne Hilfeleistung. Und dieses möchte ich hier vorstellen. Ich lese dabei nur das, was auf Deutsch steht, vor. Hier gibt es aber auch noch die Alternative zu Englisch und auch Urdu. Urdu kann ich jetzt nicht und Englisch werde ich gegebenenfalls später einmal auch vorstellen, aber heute lese ich nur das auf Deutsch vor. Also, es gibt mehrere Kapitel. Es fängt an mit Kapitel 1. Da geht es darum, also bedenken Sie nicht den Koran oder sind vor den Herzen Schlösser. Das ist ein Zitat aus Sure 47, Vers 24. Vielleicht kommt dir der Koran manchmal vor wie ein verschlossenes Tor. Dafür mag es viele Gründe geben. Vielleicht beherrschst du nicht die Sprache des Koran. Vielleicht weißt du nicht viel vom Islam. Vielleicht bist du ein neuer Muslim. Hier erhältst du einen Bund mit Schlüsseln, um das verschlossene Tor aufzuschließen. Schlüssel zum Verständnis des Koran. Hier findest du eine Reihe von Fragen, jede von ihnen gleichsam ein Schlüssel, die dir helfen sollen, besser zu verstehen, was du im Koran liest. Diese Fragen können dazu beitragen, drei für dich sehr wichtige Punkte zu klären, nämlich: A. Was sagt der Koran? B. Was bedeuten diese Aussagen des Koran? Und C. Was bedeuten diese Aussagen für mich? Es sind Vorschläge, die sich als hilfreich erwiesen haben. Vielleicht nützt es auch dir, sie anzuwenden. Vielleicht passt nicht jeder Schlüssel für dich und deine Lage. Es gibt ja die verschiedensten Zugänge zum Koran und wir sind die verschiedensten Menschen. Mancher Schlüssel, der gerade für dich besonders wichtig sein mag, fehlt hier vielleicht sogar. Wenn du ihn hast oder ihn findest, wende ihn an und behalte ihn nicht für dich, sondern unterrichte auch andere davon, so wie dir heute einige Schlüssel zum Verständnis des Koran anvertraut werden. Wir brauchen jeder den anderen, um einander zu helfen, die Türen aufzuschließen. Vor allen Dingen aber lies viel und oft im Koran. Und wenn du seine Sprache nicht beherrschst, dann nimm eine verlässliche Übersetzung. Gerade um dir dann zu helfen, sind die folgenden Fragen als Schlüssel zum Verständnis des Koran gedacht. Einige Ratschläge zum Studium des Koran. Benutze eine verlässliche Übersetzung in deiner Muttersprache. Ziehe andere Übersetzungen zum Vergleich heran. Behalte stets auch den ursprünglichen arabischen Text im Auge. Beschäftige dich möglichst oft mit dem Studium des Koran, besser wenig und regelmäßig als viel, aber nur selten. Wähle Zeit und Ort so, dass du dich unabgelenkt und ungestört mit dem Koran befassen kannst. Lasse dich vom Koran leiten und nimm das Wort Allahs als verbindlich an. Bitte Allah, dass er dir hilft, den Koran recht zu verstehen und danach zu leben. Halte dich auch körperlich rein,
Beginne im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen und mit der Absicht, den Koran besser zu verstehen, um besser danach zu leben. Lies den ausgewählten Abschnitt mehrmals langsam durch, bis du dir den Inhalt in Gedanken kurz vor Augen führen kannst. Dann stelle dir die nachstehenden Fragen als Schlüssel zum Verständnis des Koran. Mache dir Notizen und halte die Ergebnisse deines Studiums schriftlich fest. Welches Thema wird hier behandelt? Also es geht hier im Kapitel 8, erkennen, was sagt hier der Koran? Welches Thema wird hier behandelt? Kenne ich dieses Thema oder etwas Ähnliches aus eigener Erfahrung? Welche Hauptpunkte kommen vor? Was sind die wichtigsten Wörter bzw. Sätze? Achte auf häufigstes Wort, Wiederholungen, Gegensätze, Hervorhebungen und so weiter. Was ist sonst noch wichtig oder auffällig? Welche kurze Überschrift fasst den Inhalt treffend zusammen? Was ist unklar? Also unklar für mich. Betrachten. Wie sagt es der Koran? Um was für eine Art Text handelt es sich? Beziehungsweise zum Beispiel Gebet, Lehrgeschichten, Verheißung, Drohung, Gesetz und so weiter. Betrachte jeden Satz mit Hilfe der folgenden Fragen. Nicht alle sind immer passend, aber eine gute Hilfeleistung ist wer? Um wen geht es hier? Wer handelt hier? Was? Um was geht es? Was geschieht? Wo? Um welchen Ort geht es? Wann? Um welche Zeit geht es? Wie? Auf welche Weise geschieht es? Warum? Warum geschieht es? Wie lauten die Tätigkeitswörter in jedem Satz und in welcher Zeit geht es? Also Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Gibt es Besonderheiten des Stils? Achte auf Vergleiche, Gegensätze, Wiederholungen, Steigerung, Ursache und Wirkung, bildliche Ausdrucksweise, Frage und Antwort, wörtliche Rede, Verallgemeinerung und so weiter. Wie lässt sich der Abschnitt vorläufig gliedern? Was ist die zentrale Aussage? Was ist noch unklar für mich? Vergleichen. Wie behandelt es der Koran? In welchem Zusammenhang steht dieser Abschnitt? Was weiß ich über diese Offenbarung dieses Abschnitts? Wann, wo, warum wurde hier etwas offenbart oder wurde er offenbart und so weiter? In welcher Lage befanden sich die Menschen, als dieser Abschnitt erstmals verkündet wurde und was bedeutete das für sie, also für die Menschen zu der Zeit? Um welche geschichtliche Zeit handelt es sich bei den Ereignissen, von denen der Abschnitt berichtet? Welche anderen Stellen im Koran behandeln das vorliegende Thema? Was hat Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu diesem Thema gesagt? Was weiß ich sonst noch Wichtiges über dieses Thema? Verstehen, was bedeuten diese Aussagen des Koran? Wie heißen die Schlüsselwörter in diesem Abschnitt und was bedeuten sie? Merke dir auch die arabischen Ausdrücke. Was ist auffällig in diesem Abschnitt und welche Bedeutung liegt darin? In welchen Stellen weichen die unterschiedlichen Übersetzungen besonders stark voneinander ab und was ist dabei jeweils die passendste Übersetzung? Stimmt die vorläufige Gliederung? Stimmt die zentrale Aussage? Was ist in diesem Abschnitt nicht von allgemeiner Gültigkeit, sondern bezieht sich auf besondere Umstände? Und was ist noch unklar für mich? Anwenden. Was bedeuten diese Aussagen des Koran für mich? Stimmen die bisher gewonnenen Aussagen mit dem Koran überein? Wenn nicht, wo liegt mein Fehler? Gibt es entsprechende oder andere Aussagen in den Schriften der Koranauslegung, Tafsir? Welche Einsichten habe ich neu gewonnen?
Wo spricht mich der Koran ganz besonders und unmittelbar an? Welches Gefühl, welche Reaktion ist in mir entstanden? Wo stimme ich mit meinen Ansichten und meinem Verhalten mit dem Koran nicht überein? Und was tue ich, um das zu ändern? Vielen Dank für die Geduld und ich hoffe, dass gerade bald der Ramadan für uns alle erfolgreich verläuft. Gerade in dieser Quarantänezeit, in der viele zu Hause bleiben müssen, kann man die Zeit eventuell sehr sinnvoll verbringen und ich wünsche allen gute Gesundheit und viel Erfolg beim Studieren des Korans. Assalamu alaikum.